Wir stehen immer noch hier rum. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir müssen immer noch den Big Boss hier von diesem Laden übernehmen. Scheinbar zumindest. So, für die Frage ist. Ich sehe dich kaum. Wo ist er denn? Ach, da oben. Das ist meine Chance. Ich bin hier. Lass uns losgehen. Töte mich, du Drecksau! Ich hab ihn voll erwischt. Oh, da ist noch einer. Ich hab ein paar Bleifäppchen dabei. Den habe ich zu spät gesehen. Den habe ich zu spät. Habe ich den tot? Ist der tot? Lass mich hier nicht so liegen! Der Dreckskerl hat schon wieder einen erwischt. Jawohl, ja. Gehört mir. Vor mir kannst du dich nicht verstecken, Kleiner. Das ist mein Baby. Was ist der denn? Steht hier unten rum oder was? Headshot und tot. So, die Kohle mal mitnehmen. Das heißt, ich brauche nur den einen jetzt, oder was? Wollen wir ihn etwa zuerst schießen lassen? Alle klar. So. Alle Mann in Deckung. So. Puh. Da kommt noch einer von deinen Handlangern. Ach komm, wieso heute holen wir uns? Dann holen wir uns den Boss zuerst. Das ist doch eine Scheiße hier. So, krieg ich den jetzt sicher auf oder was? Schlecht hier drinnen rum, ne? Dann müssen wir, das anders machen. So. So, warte mal. Geschäftsposteur, so mein Geschäftsmann nehmen, schaltet den letzten Boss auf. Ruf danach einer deiner Unterbosse an, damit der Verstärkungsschirm das Geschäft zu sichern. Erledige Melde Trigger Jackson, um seine Prostitutionsring zu springen. Ach, da ist der Typ. Schätze, hat die Wege gemacht. Ja, das glaubst du auch nur du. Hab ich da drüben schon nachgeschaut? Schlagener Scheißkerl. Und tschüss. Und was willst du machen, Nigger? Dich töten. Prostitutionsring gesichert, liebe Leute. Peters Nachtclub, Geschäftsweisung. Okay, zwei Screaming Simis wurden im Gepäck hinzugefügt, was auch immer das ist. Aktuelle Zeit kommt 0, Programm kommt bloß vor 30.000. Verschont Informanten 0, Boss verschont 0, braucht man nicht. Also, wofür auch? Wir töten die einfach direkt. Gut, da kümmert sich Cassandra um diesen Laden hier. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren.
Gut, dann haben wir das so als nächstes. So, den Puff haben wir. Gut, da kommen die Leute. Das sind das Leute, um den Laden zu sichern. Und damit verdienen wir wahrscheinlich auch noch unsere Kohle. Sehr nice. So. Ein Wurfgeschoss. Benutze Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Ja. Nachschub erhältst du sofort beim Waffenhändler. Screaming Semi werfen, eins im Zielen gedrückt halten und zum Werfen loslassen. Genau. Ja, das ist klar. Der Waffenmenü können wir mit Dings machen. So, warte auf Donovan. Das ist die nächste Aufgabe. Ja, schön, dass der Laden wieder läuft und wieder uns gehört. Oder beziehungsweise überhaupt uns gehört. Das heißt, wir haben zumindest schon mal. So, dann schaue ich mir die Karre eben kurz hier. Ich will eben Halteverbot. Und wir fahren zu Donovan. Ach, halt die Backen. Ah, ist das schön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den mal kurz in den Weggenutzt bekomme. So einfach hätte ich nicht, für den Boss Möglichkeit. Aber gut, das war wahrscheinlich nicht der erste. Ich hab doch gar nichts getan. Oh, die waren. Ja gut, die sind ja gegen uns. Deswegen ich halt. Oh, Alter, ich hasse das, wenn Leute. Rechts, rechts vor links. Haha, witzig. Ich vor allem. So rum. Ich soll auf Donovan warten. Also wieder eine Wartemission. So, was wollen wir machen? Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwandeln, bricht Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwandeln, hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Position von Down-Objekten auf der Karte zu markieren und der unbekannte Gegner um Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du natürlich Geschäftsbosse anwerben. Das ist immer gut. Das machen wir doch direkt als erstes, wenn wir schon mal da sind. Auch wir müssen wieder was aufbrechen. Ach, verdammt.
Okay, dann kannst du nochmal. Einmal. Ach, verdammt. Ich weiß von nichts. Der hat irgendein krummes Ding vor. So, ist offen. Was habt ihr für... Oh, so nett, dass ihr, Geschäft abhören. Ich abhören zur Position... Oh, eine Trophäe. Kommunikationsnetzwerk. Ich abhören auf die auf der Position, zur Position der Gegner auf der Minikarte. Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dazu, dem Geschäftsboss anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Sobald du schon Teil verwandt ist, kannst du dann alle Gegner in der Formationsansicht sehen. Das ist gut. Das sind diese, wie ihr auf der linken Seite seht, mit der rot umrandeten Markierung. Also ihr Konterfei ist rot umrandet. So. Genau. Auch hinter Ecken oder Mauern. Um derzeit verwandte Geschäfte zu sehen, drücke die Options, um die Karte zu öffnen und dann L3. Um abgekühlten Verteilerkästen zu bauen, brauchst du TL49 Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz New Bordeaux herumliegen. Das sind diese Dinge. So, dann bricht man natürlich jetzt kein Auto direkt auf, sondern wir stellen uns hier hin. So. Das ist gut. Dann sind das nämlich keine Hufeisen. Das sind diese Sicherungen, die wir brauchen. Jetzt verstehe ich auch, warum wir die brauchen. Gott sei Dank haben wir ein paar. Also wenn wir welche finden, dann halten wir da auch an und holen uns die. Weil ihr merkt gerade, wir können die gut gebrauchen, um diese Verteilerkästen zu manipulieren. Das ist aber gut. Alter, ist das da hinten einer? Komme ich da irgendwo hin jetzt gerade? Das ist irgendwas... Warte mal, jetzt machen wir das so. Stehen zwar mitten auf der Straße, das ist mir aber halt herzlich egal. Warte mal, ich gucke gerade, ob wir hier einen brauchen können. Das ist irgendwas anderes. Bereich nur für Angestellte. Willst du mich verarschen? Das ist mir auch egal, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier? Ein Playboy? Tatsächlich! Es war eigentlich nur ein Scherz. So, warte mal. Ich muss gerade gucken. Ach, das ist der Verteilerkasten. Das ist okay, wunderbar. Das ist gut, dass wir den aufbrechen müssen. Jawohl, hab ihn. Und das direkt beim ersten Versuch. Nice, Mann. So, dann machen wir das nochmal. Hopp, bauen wir das ein. Und so werden die auch angezeigt. Ein Apfelpunkt aktiviert. Na komm. Scheiße. Nein, der darf jetzt gar nicht im Kopf. Verdammt. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow. Fuck you. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Das war nicht gut. Das heißt, wir verpissen uns mal gerade ganz schnell hier. Scheiße. Nein! Das war natürlich jetzt nicht der Plan. Scheiße, wir haben die... Geh mal raus da. Los, los. Für die erste Mühle... Ah, verdammt, trotzdem. Fuck it, Alter. Natürlich ist das nicht der Plan, der... Ja, oh geil. Wir haben natürlich kaputten Reifen. Jetzt auch noch, weil die Kopf so schön, die Reifen sind schon. Das sind noch Verteilerkästen. Der baut halt aber nicht. Oh. Ich brauche natürlich jetzt... Verdächtigem verloren. Komm. Ich brauch mal kurz danach.
Aber ist natürlich super, wenn wir da... Ach, Mann. Ich wollte eigentlich so ein paar... es war mir klar. Weil ich aus Versehen ins falsche Auto eingestiegen bin. Scheiße. Ah, geil, ich hab wieder... Das ist natürlich nicht gut, ey. Schauen wir natürlich hier kein Auto. Oh, das ist natürlich nicht gut, da sind wir Cops. Jetzt sind wir hoffentlich auch. So. Komm, 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 verschwindet endlich von mir. So, sind die jetzt endlich raus oder sieht das. Sind die immer noch auf der Suche? Ich kann es ja nicht mehr, oder? An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und bleiben fortsetzt. Wir besingen unseren Schmerz und. Cool, und da ist direkt auch ein elektronisches Bauteil. Das kann man nutzen wieder. Nehmen wir mit. Zack. Es ist die Art Schmerz, die dich fertig macht. Wenn du sie nicht rausschreit. So. Gut. Eieiei, was soll die Kacke? Das lohnt sich, kann ich mir das an den Anfang dazu machen. Ach, wir sind jetzt schon über knapp 20 Minuten wieder der Folge. Ja. So, ich brauche vor allem jetzt erstmal. Ich kann kein Auto klauen, wenn ich hier Zeugen habe. Weil sonst endet das wieder wie eben. Come on. Ist wohl eigentlich eine Karre. Ich bringe jetzt auch nicht, werden einfach irgendwelche Leute um. Jetzt will er die scheiß Mühle wegnehmen, weil dann kann ich ja ein bisschen in Ruhe. Diesmal hat es geklappt. Und da ist wieder so ein Verteilerkasten, das ist gut. Ist das so eine gute Idee, den Verteilerkasten zu manipulieren, wenn ich jetzt... Komm, wir probieren es einfach mal. Wird schon schief gehen irgendwie. Ja, halt die Klappe, ich will dich gar nicht haben. Ich hab gar kein Interesse an dir, ich will nicht als Verteilerkasten manipulieren. Also, hab den Punkt aktiviert, hör da mal. Und da ist auch wieder so ein Verteiler. Super. Aber dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun dann nebenbei. Dann wissen wir auch zumindest, wofür diese komischen. Warte mal, wo liegt das Teil hinter oder was? Wo liegt das Ding denn rum? Hier oben oder was? Okay, wir können hier nicht gucken. Warte mal. Was müsste eigentlich hier irgendwo liegen? Das ist
drin. Eieiei. Super, und ich dachte mir, ich könnte jetzt ohne Probleme so ein Bauteil mal kurz... Ja, tatsächlich liegt das da drin. Warte mal, gibt es hier irgendwie einen Weg rein? Spartan würde ich sagen, durch diese Tür, oder? Oh, wir müssen wieder die Tür aufbrechen. Ja, herrlich, ist auch schön. Dann machen wir es auf. Zack, kein Problem. Für unseren... So, dann nehmen wir das. Das alles so für dieses elektronische Bauteil. So, geschafft, geholt, erledigt. Gut, die verletzte Folge war auch tatsächlich schon sehr, sehr lang. Und da hinten ist wieder so ein Kopf. Brauchen wir bald. Oh. Das hört sich immer super mit der Mühle. So, ja. Finde ich eine super Idee, auch vor dem Fett. Genau, als nächstes müssen wir Charlies Gila befragen. Habe ich das Auto hier hingestellt? Bin ich jetzt noch... Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das war ich doch bei der Verfolgungsjagd. Alter, das sind so viele Teile. Hier liegen zwei so hintereinander. Und wer weiß, so... Warte, machen wir das anders. Dann holen wir uns die zwei Dinger noch. Drei Dinger sogar noch. Oder machen wir Feierabend. Wenn ich die jetzt auf Anhieb finde. Einmal. Das ist so schön, dass wir genug Teile da zusammen sammeln. Die stehen hier überall rum. Ich habe hier in dem Gütsig jetzt 4 oder so oder 5. So. Warte mal, ich hoffe, dass ich da jetzt auf an die Brand komme, ohne da jetzt irgendwie groß Ärger zu verursachen. Da liegt es im Auto. Klatsch, erledigt. Und das letzte liegt dahinter. Ohne dass mir die Finger groß schmutzig machen zu müssen, hoffe ich zumindest, dass ich die richtig fand. Finde. Aber, und damit haben wir es erledigt. Gut. Die Verteilerkästen, die werden wir so Step by Step abarbeiten, so nebenbei. Da werde ich jetzt nicht explizit nach irgendwie suchen, sondern die während der Fahrten wie immer mal wieder auftauchen und alles. Da werden wir sagen, Step by Step einbauen. Kann ja nur wichtig sein, mal. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann werden wir wahrscheinlich sogar anfangen mit der nächsten Mission, die da heißt Heroin. Befrage Charlies Dealer. Verbleibender Schaden. Da haben wir noch 20.000, den wir noch anrichten müssen. Und das wird dann ungefähr genauso laufen, wie wir das in der letzten Folge und am Anfang dieser Folge hatten. Dann wird die dann den Club übernehmen, können wir genug Schaden anrichten, der Boss auftaucht und wir dann Step, um an den Boss holen. Gut, ja, bis dann und tschüss, ich wünsche euch Spaß.